Wir standen vor einigen Jahren vor der Frage, was machen wir mit unserem überschüssigen Pferdemist? Und da haben wir uns mit verschiedenen Lösungsansätzen beschäftigt und sind unter anderem auf die Pflanzenkohle gestoßen. Und daraus hat sich letztendlich dann die Firma Bionero entwickelt. Und heute beliefern wir fast 1000 Standorte europaweit. Für uns spielt eine flexible Finanzierung eine sehr große Rolle, weil wir als produktionsintensives, junges Unternehmen auch noch einen Saisonmarkt beliefern, wo wir in kürzester Zeit Umsätze machen müssen. Und dementsprechend ist die Liquidität für uns entscheidend. Hofeldensteiner Forst ist ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb mit 45 Hektar Grünlandbearbeitung, 45 Rinder, die als Mutterkuhhaltung ganzjährig auf der Weide stehen. Und die Besonderheit an unserem Hof ist ganz einfach, dass wir ausgerichtet sind auf 100% Direktvermarktung, was ausschließlich also über den Hofladen oder über einen Regiomaten funktioniert. Kleiner landwirtschaftlicher Betrieb konfrontiert mit dem Totalausfall von unserer einzigsten Maschine. Wir mussten damals schnell handeln, waren eigentlich total überfordert. Welche Maschine können wir anschaffen? Die Bayer Bamberg-Schässlitz hat uns dabei unterstützt, hat uns die Miete eines Fahrzeuges angeboten. Die Bayer wurde 1923 gegründet und die Station in Bamberg war bei der Gründung mit einem Lagerhaus dabei. Und heute präsentiert sich das Unternehmen als modernes Handels- und Dienstleistungsunternehmen, das in über 40 Ländern dieser Welt zu Hause ist, natürlich mit sehr starken Wurzeln hier in Bayern. Unsere Kunden profitieren davon, dass wir in der Hinterhand einen starken Finanzierungspartner haben, der uns in schwierigen Fällen zur Seite steht. Im Fall von Stefan Salzbrenner haben wir mit Akku Finance ein Mietmodell kreiert, das dem Kunden erstmal Zeit und Spielraum verschafft, sich zu überlegen, ob das die passende Maschine für ihn ist, die wir ihm im Anschluss auch zur Übernahme und Anschlussfinanzierung angeboten haben. Wir schätzen an der Zusammenarbeit mit der Akku Finance vor allem den persönlichen Kontakt. Wir kennen unsere Gebietsverkaufsleiter der Akku Finance, der die Branche kennt, der die Sprache der Landwirte spricht und als Berater zur Seite steht. Nachhaltigkeit spielt eine zunehmend größere Rolle, in den aktuellen Zeiten vor allem auch aus Eigeninteresse. Wenn ich weniger Sprit verfahre, dann spare ich mir bares Geld, das ist selbstredend. Und ganz generell würde ich sagen, dass auch langsam ein Umdenken stattfindet. Wir als Bayer haben seit vergangenem Jahr ein fürs Gesamtunternehmen verabschiedetes Nachhaltigkeitskonzept. Ein Thema ist unser fränkisches System. Wir haben also unseren Fuhrpark mit rund 250 Fahrzeugen klimakompensiert. Wir suchen uns Partner in der Landwirtschaft in Franken, bei denen wir durch Humusaufbau genau die Tonnen an CO2-Ausstoß, die wir verursachen, wieder kompensieren. Akku Finance tritt nicht nur als Partner für die Initiative Klimalandwirt auf. Wir haben auch ganz konkrete Ansätze und können mit Einbindung von Fördermitteln im Bereich Kredit den Kunden, die in nachhaltige Technik investieren, passende und attraktive Finanzierungslösungen anbieten. Die Zusammenarbeit mit Akku Finance ist vor allem durch Vertrauen geprägt. Und manchmal wundert es mich selbst, wie Akku Finance das zustande bringt, dass selbst junge und neue Mitarbeiter in relativ kurzer Zeit eine sehr starke Bindung zu unserer Außendienstmannschaft, zu unserer Disposition, zum Management bei uns darstellen und fertigbringen. Hier wird wirklich gute Arbeit geleistet. Es funktioniert. Also wir haben eine Maschine, die wir finanzieren wollen und innerhalb von ein paar Stunden ist mit Akku Finance hinter den Kulissen. Wir als Kunde kriegen davon gar nichts mit. Ist der Vertrag fertig? Und wir können unterschreiben.